So, willkommen zurück bei Shogun 2. Hier sehen wir die Ergebnisse der letzten Schlacht aus der letzten Folge. Es haben bei uns alle Truppen überlebt, aber fast alle schwer angeschlagen. Leider haben beim Feind auch noch sehr viele überlebt. Es ist zwar ein glorreicher Sieg, mit 1200 seiner 2070 Leute getötet haben, er hat aber noch 800 über. Dafür haben auch sich reichlich unsere Leute verbessert. Also das haben wir hier, Bums, die sind auf jeden Fall reichlich Steigerungen mit dabei. Und ein Rangaufstieg für unseren Samurai-Helden, Daimyo. Genau, Daimyo, das war das Wort, das ich suchte, aber leider schafft er es dort zu flüchten. Wir können also erstmal hier steigern. Was hatten wir letztes Mal? Wir hatten hier Angriff. Was war das? Verteidigung, so lange brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das möchte ich, glaube ich, auf jeden Fall haben. Unsere Motivationsfähigkeiten, das hier oben brauche ich, glaube ich, alles nicht. Das sind alles. Ja, hinterhalten brauchen wir nicht. Was ist das? Wagemut. Ich weiß nicht, ob ich Wagemut brauche, aber wir holen uns das mal. Ich bin neugierig. Und ich glaube, das hier möchte ich auch haben. Es gibt uns nämlich eine Ehre. Und Ehre kann man doch ganz gut gebrauchen, wie ich das alles bekommen habe. Und jetzt könnten wir fast schon versuchen, die hier nochmal in den Rücken zu fallen. Aber wir brauchen noch leider ziemlich lange, um unsere Truppen zu heilen. Wir bleiben also erstmal hier stehen, denke ich. Wir ziehen zumindest ein Stückchen zurück. Und warten mal ab, was er daraus macht. Das hier war die Stadt, die wir jetzt mehr erobert haben. Deswegen können wir hier leider noch keine neuen Truppen bauen. Wir könnten aber hier anfangen. Ich weiß nicht, ob er mich da gleich angreift. Von daher bin ich da eher vorsichtig. Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, was wir diese Runde geschafft haben. Wir gucken noch einmal in die Diplomatie rein, ob ich wieder irgendwo mit jemandem. Ja, wir können wieder ein paar Handelswege anfangen. Das ist Gold wert, deswegen wollen wir zum Beispiel mit unseren Verbündeten hier, die mögen uns ja, ein Handelsabkommen anbieten. Willkommen, mein Ehrbar. Sehr schön, das ist schon mal viel wert. Das sind leider aber auch die einzigen, die wir können. Aber das hat uns schon mal 400 Goldzuwachs pro Runde gebracht, dass wir wieder mit denen handeln. Das ist gut. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die Takeda hier reagieren. Die Armee ist dort verschwunden und da, na, belagern wir weiter. Da ist der Mitsuko unterwegs. Da ist eine große Armee unterwegs. Das ist, die will auf jeden Fall noch eine deutliche Bedrohung für uns darstellen. Die Hatakayama sind leider noch nicht bereit, uns hier scheinbar zu helfen. Oder machen zumindest nicht viel gegen die Takeda. Ja, die Mission ist fehlgeschlagen, das war wie zu erwarten. Jetzt versuchen wir hier mal mit unserem Mönch seine Armee wiederzufinden. Gegebenenfalls. Oh, wir könnten hier aufwiegeln. 50% Chance. Ich glaube, das riskiere ich mal. Schade, hat nicht geklappt. Hätte den Taket aber richtig wehgetan, wenn wir das geschafft hätten. Hey, warum kann sich unser General nicht bewegen? Hallo? Da wurde feindliche Linie entdeckt. Ach, unser Mönch ist hier scheinbar immer noch zu Gange. Das Ergebnis kommt immer sehr schnell, aber der Mönch bewegt sich in halbe Ewigkeit lang rum, bis er. Aber er ist aufgestiegen. Ja, das erklärt auch, weswegen die Leute, die sich nicht bewegen konnten. So, Mönch ist aufgestiegen. Was kriegen wir da typisches? Hingabe beim Konvertieren von Provinzen haben wir hier noch. Auslösung von Unruhen wäre tendenziell interessant. Hier. Ermutigen von Armeen. Bewegungsreichweite. Was ist das hier am Ende? Das möchte ich eigentlich recht gerne haben. Das heißt, wir stecken auf jeden Fall hier schon mal einen Punkt rein. Und denke, ich denke, wir bleiben beim Ermutigen. Oder möchte ich das hier haben? Ja, das ist schon okay. So oft werde ich nicht versuchen, Provinzen aufzuwiegeln. Stattdessen möchte ich jetzt gerne mal Yuzugi Kenshi nicht unten hin bewegen, auf diese Brücke. Da haben wir nämlich eine Position, die wir gut halten können, wenn der Gegner auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Vielleicht aber von dieser Seite aus. Und können hier jetzt vielleicht noch was rekrutieren? Ja, Yari-Samurai oder leichte Kavallerie. Yari-Samurai bin ich kein Fan von und die brauchen länger. Deswegen nehmen wir uns einfach mal leichte Kavallerie. Hier könnten wir uns auch ein Ninja holen. Apropos Ninja, wo habe ich meinen jetzt eigentlich? Dort unten. Und hier war ein feindlicher Bezug. Oder versuchen wir doch einfach mal einen Attentat auf den. 60% könnte funktionieren. Auf jeden Fall dürfte das wieder ein Video für uns geben. Ich mag Videos.
Ja, hier sehen wir das Feldlager, in dem sich der Bezuker aufhält. Und das passiert, wenn er jemand mit feuchten Träumen begegnet in seinem Schlaf. Das war natürlich jetzt ein bisschen peinlich für unser Ninja. Oh, oh. Aber scheinbar ist er nicht aufgefallen. Dort schläft unser Widersacher. Und, na, lässt du dir was Schönes einfallen? Ja, schupp. Eines der coolen Videos auf jeden Fall. Das heißt, die Videos ist ja nicht mehr so, dass die fest sind, sondern es werden einzelne Szenen daraus immer zusammengesetzt, je nachdem, wie es funktioniert. Das war auf jeden Fall eine coole Szenerie. Dürfte er erfolgreich für seinen Feind verwundet. Konnte ihn nicht töten, hat ihn damit aber auf jeden Fall erstmal für eine Runde nach Hause geschickt und dann taucht er irgendwo im Tag in der Heimland wieder auf. Das ist also ganz gut für uns. Und wie weit ist unser Ninja jetzt? Ah, der braucht auf jeden Fall noch bis zum Aufsteigen. Schade. Aber da hat sich die Investition in Attentäter, die wir da hatten, auf jeden Fall gelohnt. Hier oben werde ich wohl oder übel nur noch weiter belagern müssen. Und werde währenddessen davon Feinden belagert, die meinen General hier beeinflussen wollen. Vier Runden bis zum Nachgeben. Aber mir scheint, hier sind ein paar Leute raus verschwunden, oder? Ich überlege, ob ich das jetzt nicht einfach mal die Schlacht führen werde, weil ich habe keine Lust, hier vier Runden meine Hauptarmee, aber eine große Armee lang zu mir speichern lassen. Also mal, ich versuche die einfach mal, die Schlacht. Denke ich doch, ja. Auch wenn ich mir eigentlich die Schlagkraft... ich bin noch skeptisch, dass... Nee, wir können mit der Armee die Stadt nicht belagern, nicht gegen das, was uns entgegensteht. Da können wir lieber langfristig. Es ist zur vier Runden die Zeit, die uns das kostet, aber wir haben einfach keine Chance gegen die Truppen. Wir müssen besser mal versuchen, ob wir nicht irgendwo noch ein paar Krieger nachrekrutieren können, die uns dabei helfen. Aber wir können hier überall die Naginata-Samurai eh noch nicht bauen, weil uns hier noch die Weihrauch für die besseren Gebäude fehlt. Beziehungsweise das Naginata-Dojo. Ich glaube, das, wo ich die bauen könnte, das war das hier, was die Takeda jetzt erobert haben. Was ja ein bisschen ärgerlich ist. Hier können wir leider auch nur die leichte Kavallerie. Weil hier haben wir keine schönen Truppen zur Auswahl. Wir könnten hier mal mehr Zuke bauen oder mehr Mönche. Das wäre, glaube ich, noch mit das Interessanteste. Oder noch ein Ninja. Hier gebauter Ninja ist gut, weil wir hier die Ninja-Schule haben, die Ninja-Schule. Ich glaube, das machen wir mal. Dann können wir den nämlich benutzen. Der hat nämlich netterweise, dadurch, dass wir die Schule haben, am Anfang schon sein erstes Level-Up automatisch. Kritische Erfolgschance des Agenten. Ich glaube, das holen wir mal. Das klingt ganz verlockend. Und der kriegt... sabotieren werde ich nicht so viel. Brauche ich das sonst nicht wofür? Das wäre halt noch ganz nett. Hey, wir stecken bei dem auch mal alles in Attentäter. Erstmal. Denn das finde ich persönlich bei Ninja erstmal die coolste Verwendung. Und dann wird er da einfach auch hinterherkommen. Ja, und ich würde sagen, dann ist diese Runde da soweit. Wir können uns hier noch eine... Ne, haben wir ja schon, genau. Wir könnten hier oben uns hinstellen. Na, das soll sein. Wir haben hier ein paar kleinere Truppen. Wie sieht es hier mit der Moral aus? 8. Aber da müssten wir uns halt im Angriff rechnen. So könnten wir uns mal hier hin und bauen uns hier ein paar Fudoyari Ashigaru nach. Ah doch, bauen wir ruhig schon 2. Damit wir die im Zweifel zwar noch mit hier hinnehmen können, denn uns fehlt hier eindeutig die Kampfmasse. Um da erfolgreich zu sein und wir auch auf jeden Fall unseren Ninja da, um die feindlichen Agenten langsam mal loszuwerden. Mal sehen, was die Takeda jetzt machen. Sie marschieren da wieder lang. Und hier, Meister, wir haben neue Truppen. Ja, sehr schön. Jetzt darfst du dich mal hinstellen. Wir verlieren nämlich diesen Winter hier oben Truppen durch die Belagerung. Und können hier nichts machen. Möchte
möchte ich da verstärken. Ich würde echt gerne die Burgtore erobern, aber das werde ich schaffen. Wir müssen, ne, wir hungern die einfach jetzt uns weiter aus und verstärken, solange mit unserem Ninja die, bis dann wieder feindliche Agenten kommen, weil ich befürchte, die sind ja in der Nähe auf jeden Fall noch unterwegs. Können die eine Yari Ashigaru auf jeden Fall noch mit dahin ziehen. Und hier wird ganz deutlich weiter belagert. Wenn wir den Winter überstehen, dürfen wir es schaffen, uns die zu holen. Und das Problem ist nämlich, er ist jetzt auch im Winter unterwegs und seine Armee ist schon wieder fast komplett regeneriert. Besteht auch aus recht vielen neuen Truppen. Würde ich ihn erreichen? Ich befürchte nicht, wir können es ihm aber in den Weg stellen. Denn wir erholen uns hier ja immer durchgehend weiter, das ist ja das Schöne. Und können die leichte Kavallerie auch noch mit hinzuziehen, da unsere Armee dann noch ein bisschen stärker machen. Wenn ich jetzt natürlich riskieren muss, dass er über die andere Seite hier hinkommt. Hoffen wir einfach mal das Beste. Und demoralisieren wir seine Armee auf jeden Fall. Und wenn wir das schaffen, was recht wahrscheinlich ist, ja, haben wir es, wenn es zum Kampf kommt, auf jeden Fall einfacher. Und wir haben ja sogar noch unseren Ninja hier. Attentat ausführen, Armee sabotieren. Das kostet uns viel. Wird aber dafür sorgen, dass er eine Runde lang gezwungen ist, da stehen zu bleiben. Das wäre fast interessant, aber diese Wahrscheinlichkeiten sind so gering. Das lassen wir mal lieber. Wir versuchen mal lieber ein Attentat, um seinen Generaltod zu bekommen. Um uns dann noch mehr Vorteile zu holen. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch ein kleines bisschen besser. Und wir haben wieder ein Video dafür. Sehr schön. Der begräte einen so einen komischen... Oh, das ist jetzt der andere. Der macht jetzt auch Erfahrung mit Leuten, die komische Träume haben. Und dafür dann Ninja-Beine nehmen. Und der ist leider aufgefallen. Und das ganze Lager ist hinter ihm. Herzlichen Glückwunsch. Aber sie haben ihn verloren. Tja, ihr wart wohl nicht so gut, Jungs. Und er hat sich dafür erfolgreich im Baum versteckt. Sehr schön. Er ist halt nochmal heil rausgekommen, ohne Erfolg. Da haben wir jetzt wirklich so viel Geld verpustet, indem wir die Sabotage versucht haben, weil leider ist der Mann halt auch noch nicht so gut. So können wir, bauen können wir leider immer noch nichts. Diplomatie können wir wahrscheinlich auch immer noch nicht. Nein. Schade. Schon die Schwertschule. Ah, und die Armee hier wird nicht verstärkt, weil sie keinen General hat. Er kämpft also ohne General, hat aber seine beiden Leute dahin zugeholt. Naja. Wir sind leider noch nicht in der Position, da wirklich anzugreifen. Wir können uns noch einen Ninja holen, ja, den brauche ich ja gar nicht. Ich bin nicht mit dem, den ich habe, bisher ganz zufrieden. Kannst auch nochmal leichte Kavallerie holen. Lassen die Runde einfach mal so und sparen noch ein bisschen. Guck mal, was die Takeda da jetzt machen. Er greift uns hier an. Sehr schön. Auf so etwas hatte ich gehofft. Dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt nochmal unseren Kampf für diese... Folge, das war das Wort, was ich gesucht habe. Denn netterweise kommt er jetzt raus und greift uns an. Und da können wir unseren... Unterlegenheit im Nahkampf dadurch ausgleichen, dass wir unsere Schützen und vor allem unsere berittenen Schützen zum Tragen bringen. Die dürften jedoch ein deutlicher Vorteil für uns sein, aber mir fällt gerade ein, wir springen über den Ladebildschirm, wir sehen uns gleich in der Schlacht wieder. いかにも情けにかけるというものぞ。あれに見える武田軍、噂に違わぬあっぱれな騎馬隊じゃ。じゃが馬に乗れるからといって無敵とは限らん。我らがその証を見せてやろう。もう工場は十分だ。戦いの時、わしにとっては総大将の技量を発揮する時だ。お主らに無駄死にはさせんぞ。 Vor allem, wie er betont hat, dass die Takeda dafür ihre Reitkunst bekannt sind. Sie haben nur glücklicherweise hier gar keine Pferde dabei. Die mit den Pferden, das sind wir.
Und daher packen wir mal alles nach hinten und bauen unsere Schützenlinie auf. Ich werde mich hier rechts versuchen aufzubauen und hoffe, dass der Feind wie geplant auf mich zukommt. Denn dann dürften wir hier im Vorteil sein. Vor allen Dingen, wenn wir hier im Wald bleiben. Und ich hoffe, dass er hier über diese Flanke kommt. Beziehungsweise, dass er hier auf dem Feld kommt. Wenn er könnte uns auch auf die andere Seite stellen und dann hätten wir nur den Nachteil, dass er fieserweise sich dann einfach hinstellen kann und die ganze Zeit im Wald bleiben kann. Und dann haben wir halt kaum eine Chance, irgendwie gut auf ihn zu schießen, kann man schon sagen. Also das Problem ist, dass wir können uns einfach mal ein bisschen hin. Ja, doch, das ist schon nicht ganz okay. Also ist das schon okay. Also das Problem ist, dass wenn wir auf einer Flanke sind, dass die Flanke zwar ganz nett ist, aber wir da das Problem haben, dass wir eher Deckung hat. Und das ist vielleicht ein ziemlich massives Problem für uns, denke ich mal. Von daher lassen wir unsere Kavallerie mal hier lang und lassen die da einfach mal machen. Da irgendwo hinten taucht er auf, das war der zentrale Punkt, das ist so zu erwarten, war erwartungsgemäß. Und eigentlich überlege ich gerade, ich werde meine leichte Kavallerie mal genau auf die andere Flanke rüber bewegen. Das kostet uns zwar Zeit, aber die werden wir eh nur in Glückssituationen brauchen, weil er recht viele Yari-Truppen hat. Ich glaube, seine harter Kern sind Yari-Samurai. Ja, hier Yari-Samurai, Yari-Samurai. Was ist eine Ashigaru-Garnison? Die ist recht nahkampfstark. Ne, das sind die kleinen Ashigaru, das ist gar nicht so wild. Die hier sind noch eine Herausforderung, die ist Samurai-Gefolge. Und nochmal Ashigaru-Garnison. Und mein Ziel ist es, dass wir es doch vielleicht schaffen, hier mit unseren Schützen von der Seite ihn da zuzusetzen. Wenn unsere Kavallerie es vielleicht schafft, irgendwie in einen Punkt zu kommen, wo wir eben hinterschön in den Rücken fallen können, um ihn nach Hammer- und Amboss-Manier, damit wir ihm dann da gut Schaden machen können. Und hier kriegen wir nämlich jetzt schon die Chance, auf ihn zu schießen. Denke ich mal. Je nachdem, wie er darauf reagiert. Und jetzt schießt er zurück. Wir drehen also mal ab. Uns hier neu zu positionieren und dann wieder auf ihn schießen zu können. Sehr schön. Ich könnte mir jetzt auch währenddessen mich hinstellen mit einer Hauptarmee weiter auf ihn zu bewegen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen überflüssig, uns dann aus dem Wald raus zu bewegen. Da schießen wir einfach ganz gemütlich hier auf ihn drauf. Und ziehen uns dann rechtzeitig wieder zurück. Bisher haben wir 4 Einheiten Verlust erlitten. Das ist jetzt nicht so interessant. Auch nicht so schlimm. Deswegen versuche ich jetzt mal hier auf die zu schießen. Ja, sehr schön. Und das Samurai-Gefolge sind auf jeden Fall die nahkampfstärksten Truppen bei ihm. Deswegen wir auf jeden Fall denen zusetzen wollen. Denn wenn wir die platt bekommen, haben unsere Yari Ashigaru echt eine ganz gute Chance gegen ihn. Ja, Jungs, ihr dürft ja auch euch reiten. Dafür seid ihr auf Pferden. Jetzt kommen sie uns entgegen. Wenn es nur die wären, würde ich mich sogar auf den Nahkampf mit denen einlassen, aber sind es leider nicht. Also ziehen wir uns dann wieder zurück. Gucken uns das aus dieser Richtung weiter an. Da er jetzt netterweise seine Armee aufteilt, ist das natürlich für uns richtig gut. Und dann können wir weiter auf die schießen hier hinten, während hier vorne die genüsslich zerschossen werden, wenn sie hier gleich ankommen. Weiter auf das Samurai-Gefolge schießen, bitte. Sehr schön.
Oh, ich muss hier mal kurz pausen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Das musste leider sein, aber ich sehe schon, währenddessen machen so Schütze die gute Arbeit. Also sie haben ja, während ich weg war, gar nichts gemacht. Und ich muss jetzt hier mal aufpassen. Am besten auf beiden Enden aufpassen. Ihr zieht euch mal ein gutes Stück zurück. Und ihr könnt hier weiter munter drauf schießen. Und hier muss ich nämlich jetzt mal aufpassen, dass sich unsere Schützen gleich rechtzeitig genug zurückziehen. Und unsere Yari Ashigaru schon mal in Speerformation gehen. Ah, verbesserte Moral haben die Leute. Dann kommen Yari Ashigaru, da kommen Yari Ashigaru-Organisation und da kommen Yari Samurai. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, ja. Mein Lord! Und Rückzug. Hoffentlich funktioniert das noch. Hier haben wir sie plattgeschossen. Wir dürfen uns jetzt auf die hier konzentrieren. Und ihr kommt jetzt auch zum Einsatz. Unser General hebt jetzt ein bisschen die Moral, hoffentlich. Eine Einheit hat es, glaube ich, nicht rausgeschafft. Ja, kannst du mal versuchen. Der Rest kann von dort aus ja glücklicherweise weiterschießen. Ihr müsst euch hier mal zurückziehen, Jungs. Das sind Yari Samurai, die da hinter uns her sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich da hinten auch ganz schön aufpassen. Unsere Kavallerie hat sich durch ihre Bogenschützen geschafft. Das ist gut. Ihr dürft euch jetzt einfach mal glücklich tun, hier den Feind. Ihr dürft die hier mal verfolgen. Hier fallen wir den einfach in den Rücken. Ihr könnt alle aus Sperrformation rausgehen. Und hier. Ja, ich habe nichts dazu zu tun. Ja, ein entscheidender Sieg. Der Feind ist weggerannt. Ich verfolge das jetzt mal nicht weiter. Wir sehen uns gleich auf dem Ergebnisbildschirm wieder. So, hier haben wir jetzt einen entscheidenden Sieg für uns. Die Kosaka Hideyutaka. Die Verteidiger der Takeda haben keinerlei Überlebenden. Wir haben ein bisschen was verloren, haben aber eigentlich jetzt keine so schlimmen Verluste und haben einen entscheidenden Sieg für uns erringen können. Und die Provinz sind auf jeden Fall friedlich besetzt. Und ihre Agenten fliegen raus, das ist gut. Ich musste leider nochmal kurz pausieren. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gestört. Wir einfach gucken uns mal weiter an, was hier passiert. Denn mir scheint, die Takeda haben uns dann nicht angegriffen, was ganz gut für mich ist. Die Hatakeyama machen leider immer noch nicht wirklich viel. Kunst wird beherrscht. Die Kunst des Bogens wird als nächstes angegangen. Oh, der Zorn ist schon gut. Wir sind schon bei gefeiert. Wir müssen also langsam ein bisschen aufpassen. Sonst kommt bald die Spaltung des Reiches, was ich eigentlich noch gar nicht will. Terrassenbau ist fertig. Das ist gut. Clan zerstört. Hatanoa. Clan zerstört. Takaoka. Ja, das ist so. Da kann ich leben. Erst einmal ein Blick auf die Diplomatie. Sieht gut aus. Beziehungsweise passiert ja nichts. Jetzt gucken wir mal hier. Ich möchte, glaube ich, mir erst nochmal die Verteidigung aller Einheiten holen. Bevor ich an den Bogenkräften arbeite. Das können wir nämlich auch ganz gut gebrauchen. Und er ist jetzt dorthin vorgedrungen. Da können wir ihn auf jeden Fall wieder demoralisieren. Feind demoralisiert. Yippie. Wird aber noch nicht für ein Level Up beim Mönch reichen. So, er kann hier wieder für 300 versuchen, ein Attentat auszuführen. Das probiere ich auf jeden Fall. Die Übung kann er wohl gebrauchen. Na, schleicht er sich auf jeden Fall schon mal geschickt rein. Oh, ich merke gerade, ich habe die Maus auf dem Bild drauf. Das war wahrscheinlich nicht so klug. Von oben vom Baum runter wie Spider-Man. Und schwupp. Das war doch mal ein erfolgreiches Attentat. Wie Spider-Man wieder den Baum hoch. Sehr schön.
Also nochmal ein guter Ninja. Fein verwundet. Ja, nicht getötet, aber verwundet. Damit fehlt in seiner Armee auf jeden Fall der General. Und wir können uns mal angucken, was er echt dabei hat. Bogenkavallerie. Der hat komplett aufgestockte Truppen, obwohl wir nur zwei Runden lang weg waren fast. Bogensamurai, die haben alle eine Erfahrung verloren. Hier leichte Kavallerie, Yari-Kavallerie, ihre Samurai-Katasse. Also das ist... Die Computer haben da echt einen Vorteil, was das Aufstocken ihrer Truppen angeht. Die schon mal damit hin. Ich werde... Ja, machen wir erstmal hier weiter, glaube ich. Wir haben hier nämlich eine Stadt zu reparieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das Schwert-Dojo muss aufgebaut werden. Der buddhistische Tempel könnte man aufbauen, aber... Ja, der Koiki-Glaube ist schon ziemlich vertrieben. Wir haben also eine sehr gute Moral hier. Und könnten uns hier wieder... So... jene welche bauen, können aber auch wahrscheinlich mit unserer Armee direkt weiterrücken, oder? Ja, ja, Moral hält sich, das heißt, wir können hier mal direkt weiterziehen zur nächsten Stadt der Takeda hier oben, um hier mal wieder eine Verbindung zwischen unseren Ländern herzustellen. Und das können wir auf jeden Fall auch per Autokampf machen. Da wird zwar wie immer die Festung ein bisschen beschädigt im Autokampf, aber dafür kriegen wir das wahrscheinlich ziemlich einfach. Wenn er dann nur Garnisonstruppen hat, ja, keine Verluste. Optimal. Können die Iku Iki zu Vasallen machen? Nee, die bleiben bloß weg, die Jungs. Und jetzt hatten wir hier hinten noch unseren Ninian, oder? Habe ich den hier hinten gelassen? Nein, den habe ich hier hinten gelassen. Den wollte ich natürlich mitnehmen. Denn der kann sich hier jetzt mal an dem versuchen, den Mönch dazu, den Kopf abzuschneiden. Komischerweise, da sitzen sowohl Mönche als auch Mitsuke als auch Ninjas, wenn man sie angreift, immer in so einem Lager drin. Ich glaube, Ninjas, auch bei Ninjas bin ich nicht ganz sicher, die habe ich nur so selten versucht und zurück, aber so Mitsuke und so Mönche haben immer so ein gleiches militärisches Lager. Und diesmal findet er ihn hier im Schlaf. Zielpersonen gemeuchelt. Das war doch mal was. Das ist auf jeden Fall ein freudiges Ergebnis. Die Chancen standen ja auch ganz gut. Unser Ninja hat gute Arbeit gemacht und mit dem Mönch, der da weg ist, auf jeden Fall uns einen Gefallen getan. Es ist dort nur noch ein Bezug, der gleich unser Ninja angreifen kann, wenn wir Pech haben. Aber dafür sind wir fast schon wieder so weit zu Level. Das ist ganz gut soweit. Hier muss repariert werden. Ich möchte hier jetzt mal wegen... Ja, das Schöne ist, dass mittlerweile der Buddhismus sich verbreitet hat und auch noch weiter steigt. Das war nämlich das letzte Mal das Problem, was ich da noch nicht wusste. Der Punkt, warum es Problem gibt, ist die Religion. Und hier haben wir sogar ein buddhistisches Gebäude. Hier haben wir es nicht, wenn ich das richtig gerade gesehen habe, oder? Ja, hier haben wir kein buddhistisches Gebäude, sondern nur die hier. Dafür könnten wir hier hinter wieder gute Truppen bauen. Das werden wir uns auf jeden Fall behalten, die Provinzen dafür. Und das nächste, was jetzt ansteht, was wir aber nicht mehr diese Folge machen werden, sondern dafür gibt es eine nächste Folge, nämlich hier der Angriff. Wir sehen uns dann also nächstes Mal wieder, wenn wir hier zusammen gegen... Wer von denen ist das eigentlich? Ach, das ist eine generallose Armee, das ist aber etwas. Also wenn wir hier gleich die Streitkräfte der Takeda angreifen. Bis dann, Leute. Macht's gut.